herzlich willkommen zu einem Replay of the Week auf meinem Kanal. Ich bin Broken 10 und wie ihr sehen könnt, ich muss kurz das Fenster groß machen. So, jetzt sehe ich alles. Ja, Replay of the Week. Ich habe es ausgewählt. Ich finde es einfach immer wieder schön zu sehen, einen Jagdpanzer 38 in Klammern T, beziehungsweise besser bekannt als den Hetzer, euch zu präsentieren und was er für Lackschüsse macht. Und ja, erstmal im Voraus, wir können erstmal gucken, er hat 10 AP dabei und 10 HE-Granaten. Bekannt sind ja für den Hetzer die HE-Granaten für sehr schöne One-Shots auf seiner Stufe. Er ist hier Top-Tier auf Stufe 4. Finde ich schon mal sehr schön. Nochmal eine kleine Nachricht für den Pro-Like Leo. Das WZ-Dings habe ich bekommen vor den 3 Tagen, bevor mein Mikrofon ausgefallen ist. Ich habe es nicht abspielen können. Das war das Problem. Ich habe es in den Dings reingezogen, aber es stand, das Replay wäre zu alt. Das bedeutet, ich habe aus Versehen mal wieder Dingens verkackt, leider. Das aufzunehmen. Das ist mal wieder eins gewesen, das war jetzt. So, das Replay wird von dem lieben The Black Panther unterstrich 19 aus dem Clan minus Taco ausgeführt. Und, ja, Hetzer ist ja bekannt für Trolling, HE-Kanone oder auch AP-Kanone. Mit der AP-Kanone hat er 64 Durchschlag mit 350 Durchschnittsschaden. Und mit der HE-Kanone hat er 53 Durchschlag mit 410 Durchschnitt. Ja, wer den kennt, er ist auf seiner Stufe auch nicht schlecht gepanzert. Und ja, so kommt das alles, passt das alles ganz gut zusammen. Und genau, das Gewinnspiel wird jetzt in Kürze stattfinden. Ich habe schon alle Planungen durch, ich muss nur mit meinem Moderator zusammen nochmal kurz besprechen, einmal drüber reden und dann geht's los. Ich werde dann aber nochmal direkt ein Video machen, ein Ankündigungsvideo direkt, wo man sich auch vorbereiten kann, dass man dann ein Wöchlein Zeit hat oder so. Ja. Der Hetzer. Ich habe den manchmal, ich fahre den selbst ganz gerne manchmal, weil das einfach so ein Trollpanzer ist. Genau. Und ja, er führt ja zur Reihe zum Jagdpanzer E100 und zur Grille. Ich glaube, das ist der Anfang. Apropos, ich habe jetzt auch, für die Leute, die es interessiert, so nebenbei, ich habe die Grille 15 und die Gunmark nach 3 Tagen habe ich jetzt auch endlich mal in der Garage stehen. Oh, lol. Erster Kill, M3L, einfach mal kurz dahin geguckt. Na gut, kurz nicht, aber sehr schön. Solche Treffer gefallen mir einfach, Alter. M3L hat sich da echt gedacht. Tschüss, nein danke, kein Bock mehr aufs Game. Oh, jetzt ist er sogar offen. Er hat also kein Dings, er hat kein Lampe drauf. Er hat auch keine Verbrauchsmaterialien dabei, also kein Erste-Hilfe-Kasten oder sowas. Hätte der getroffen, hätte ich aber auch gedacht, Angie, was ist mit dir? Oh, hinter ihm ist ein Panzer 1C. Den beachtet er aber jetzt gar nicht. Ja, ihr müsst euch einfach nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist ein Stufe 4 Panzer. Ich weiß, es gibt viele, die so viel Schaden. Na gut, nicht so viel Schaden. Man kriegt es relativ okay schwer hin. Also, ist aber richtig. Ich fand es einfach mal sehenswert für ein Replay of the Week. Der The Black Panther hat es wahrscheinlich nicht erwartet, dass es ein Replay of the Week wird, aber ich fand es schön. Natürlich. Ja. Ich habe auch noch 2 Replays von dem Maxi und ein Replay vom. Ich hab so noch so ein paar Replays rumliegen. So, ich glaube, fast 6 Replays noch von Moritz in einer einzigen E-Mail gekriegt. Und ich habe noch ein Replay von Paul und noch etwas von dem The Fighters. Hab ich auch noch was. Das muss ich auch noch zeigen. Das kommt alles dazu. Genau. Und ja, wer den Hetzer auch kennt, er ist ziemlich langsam im Fahren mit 30 km/h. Na gut, es geht. Ist ein gutes Mittelmaß. Aber auch nicht so. Das Beste. Der Panzer 1C da hinten räumt ganz schön ab. Er fällt da einfach hinten durch, ungestraft. So, gucken wir mal. Alekto. Tschüss. Ja. Die Kugel fliegt einen kleinen Bogen. Was haben wir denn hier für ein Dings drauf? Eine 105mm Kanone haben wir hier drauf auf dem Hetzer. Tja, macht immer wieder Spaß mit ihm zu fahren, aber kann aber auch richtig nerven.
LOL. Einfach mal so geschossen, ohne. Oh, jetzt kriegt er auf einer Mittel da. Einfach geschossen, ohne richtig einzuaimen. Kann er also auch. Die Bishop. LOL. Was er hier für Sniping-Schüsse mit dieser Kanone bringt, ey, wirklich, wow. Also wirklich Hammer. Hat er echt Glück. Ja. Bei mir wäre er wahrscheinlich jetzt sogar schon vorbeigeflogen. Aber man sieht, er schießt nur mit AP-Granaten, er schießt nicht mit HE-Granaten. 5 Kills und 900 Schaden. Ich finde, das ist schon allein schon Replay wert, aber es geht ja noch weiter. Ah, ne, 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 ne. Das wird nix. T28 ist AFK? Ja, natürlich. Das möchte ich auch gerne mal haben. Dass ein Panzer so AFK ist. Ja, nimm weg da. 6 Kills und 1300 Schaden. Er zielt aufs Hinterteil. Er hat ihn getrackt, na, immerhin getrackt. Und das war's schon. Ja, etwas kleiner, das Replay, aber es ist ein Replay of the Week, meines Erachtens. Ich fand's einfach wirklich wunderschön. Toll gemacht, toll gespielt. So, jetzt schauen wir uns nochmal schnell die Stats an. Hier haben wir die Stats. Er hat erste Klasse, Brescia, Firefall Effect, High Kaliber und Top Gun. 1500 Schaden, ihr müsst mal gucken. Hier, der nächste in seinem Team hat 785 und der beste vom Gegnerteam hat 431. Also 1000 Schaden mehr hat er gut. 9 Schuss abgefeuert, 8 getroffen, 6 durchgeschlagen. Also ganz okay, passt alles. Alles im Mittelmaß, sehr, sehr gut. Assist, 46 Damage Assist gemacht. Jungs, das müsst ihr noch überbieten können. Das gilt's zu überbieten. Sehr schön gemacht, aber trotzdem. 14.000 Credits hat er plus gemacht. Sehr schön. Und ja, war ein rundum sehr, sehr schönes Replay. Solltet euch öfter mal den Hetzer fahren. Er macht wirklich sehr viel Spaß. Auch wenn ich ihn persönlich nicht so gut fahren kann wie er. Wahrscheinlich ihn fahren kann, The Black Panther. Weiß nicht, ich habe irgendwie die Tendenz dazu, gerne daneben zu ballern. Ja, das ist so dann so. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann nicht. Habt noch einen schönen Tag. Genießt Ostern und die Osterfeiertage. Und bis zum nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.